Ladies and Gentlemen, es ist endlich soweit. Am 6.8. geht Delta Force endlich in die Alpha. Es ist soweit. Und ja, wir haben ein paar News dazu bekommen. Erstmal inhaltlich zum Spiel selbst, was Neues drin sein könnte. Und wir haben exakte Daten zu den ganzen Eventzeiten. Also wann starten die Twitch-Drops? Sind immer nur kurze Phasen. Welche Uhrzeit, an welchem Tag muss man oder kann man Keys abholen? Wie viele Keys gibt es überhaupt? Werden immer Kontingente sein, die dann rausgehauen werden? Und das Ganze über welchen Zeitraum und so weiter und so fort. All das jetzt in der Zusammenfassung. Also zuerst am Inhaltlichen, und zwar ist das Ganze natürlich ein Extraction Loot Shooter von Tencent Games, den größten Spieleentwickler der Welt. Das Ganze hatten wir schon, wer sich nochmal das im Detail angucken will, ich verlinke gerne das alte Video dazu nochmal in der Beschreibung. Aber jetzt erstmal ganz wichtig, wir haben auf jeden Fall Cross Progression und Cross Play bestätigt. Also das Ganze geht dann am PC los, auf Steam und im Epic Store. Dann könnt ihr am Handy spielen, witzigerweise, sowohl auf Android als auch auf iOS und auf Konsolen natürlich auch. Xbox S, Xbox X und PlayStation 4 und 5 werden alle kompatibel sein bei Release. Die Alpha, die jetzt aber zu spielen sein wird, die wird erstmal nur am PC zu spielen sein. Und Controller Support gibt es auch nicht, haben sie gesagt, wird aber alles nachgereicht. Aber für diese Alpha Maus und Tastatur ganz klassisch. In dem Playtest werden wir außerdem im Battlefield-Modus spielen können. Das ist diese große Welt, sozusagen wie im Battlefield, wo man eben diese große Schlachten führen kann. Fahrzeuge wird es geben, Hubschrauber und so weiter und so fort, zerstörbare Objekte, Progress für die Waffen und so weiter. Also das wird sehr spannend zu sein, wie der Teil zu sehen sein wird. Aber für uns natürlich sehr wichtig, der Extraction-Teil. Und hier werden wir mehrere Maps haben, werden Aufgaben haben, werden Missionen haben. Wir werden ein Hideout abends zum Ausbauen, wir werden ein Flea-Market haben, wo wir Dinge kaufen und verkaufen können zwischen den Spielern. All das werden wir schon testen können, wir werden es auf Herz und Nieren überprüfen. Das Gameplay selber erinnert sehr an die DMZ, sagen viele. Mittlerweile rückt man doch ein bisschen mehr davon ab, weil es wirklich ein Extraction-Loot-Shooter-like Spiel ist, also ein bisschen intensiver gehalten als in der DMZ. Es geht mehr so Richtung Arena Breakout und Tarkov, was jetzt so die Komplexität angeht mit Munitionstypen und Rüstungstypen und so weiter und so fort. Also es wird auch sehr, sehr interessant zu sehen sein, wie schnell das Gameplay am Ende wird, wenn da doch mehrere tausend Spieler am Start sind. In der technischen Alpha war es nämlich so, dass wir nur mit Bots spielen konnten, also sehr viele Bots. Und ja, deswegen konnte man noch gar keinen Eindruck davon gewinnen, wie schnell eigentlich das Gameplay ist. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt mit dem Gameplay. Es ist ja so, dass sich viele Leute immer noch PvE-Maps wünschen. Auch bei Arena Breakout damals haben ja schon einige gesagt, boah, ich hätte gerne eine PvE-Map und so weiter. Ja, anscheinend wird dieser Wunsch jetzt erfüllt. Und zwar scheint es so zu sein, dass jetzt noch nicht zur Alpha, aber zur Release zumindest PvE-Maps kommen werden. Also werden momentan drei oder fünf PvP-Maps bekommen und möglicherweise zwei PvE-Maps. So lauten die Gerüchte, also auch sehr, sehr spannend. Das heißt, da greifen sie wirklich alles ab, was nur geht. Kommen wir jetzt aber zum Wichtigsten, und zwar zu dem Zugang selbst. Wann geht das Ganze los? Also am 6.8. startet es, und ich rede jetzt immer von den deutschen Zeiten. Nach 2 Uhr deutscher Zeit, also 2 Uhr morgens, am Dienstag um 2 Uhr morgens, geht das Ganze los. Dann werden die Server freigegeben. Ihr könnt dann direkt loslegen, mitten in der Nacht, wer Lust dazu hat. Und ja, dann wird erstmal ganz normal das Spiel spielbar sein. Für alle, die Zugang bereits haben, also entweder bekommt ihr Zugang über die Homepage, ihr könnt Zugang bekommen über Steam und ihr könnt Zugang bekommen über Gewinnspiele. Ihr habt dann entsprechend Bestätigung bekommen über das Gewinnspiel selbst oder eben per E-Mail einen Key zugesendet bekommen. Jetzt ganz wichtig für die, die bereits den Alpha-Test gespielt haben und auch für die, die eventuell denken, aus irgendwelchen Gründen auch immer, sollten Zugang haben, haben eine Bestätigung, haben aber keine E-Mail bekommen oder E-Mail ist verloren gegangen oder sonst irgendwas. Guckt auf Steam nach, checkt da einmal euren Account, ob da schon steht, das Spiel ist spielbar. Wenn dieses Spielen angezeigt wird, dann habt ihr bereits Zugang über euren Steam-Account und seid 100% safe, am Dienstag um 2 Uhr morgens direkt loszulegen. Für alle anderen gilt natürlich weiterhin, sich anzumelden über die Homepage, Gewinnspiel mitmachen. Ich verlinke auch nochmal gerne mein Gewinnspiel unten in der Beschreibung. Auf Twitter dürfen wir, ich glaube, 10 Keys verlosen. Vielleicht kriegen wir noch welche für den Livestream selbst. Wir werden am Dienstag natürlich direkt live sein. Mit einem relativ langen Stream, denn jetzt kommen die Zeiten, wann was passiert. Und zwar geht es um 5 Uhr los. Da ist unser erster Termin. Da startet nämlich die erste Dropwelle. Und zwar werden hier jetzt ganz wichtig aufpassen, es werden Steam-Keys rausgehauen. Also Keys, die ihr direkt bei Steam einlösen könnt. Das Ganze startet um 5 Uhr morgens und jeder ist berechtigt, Drops auszugeben. Also jeder Twitch-Streamer, der in der Kategorie ist und der Twitch-Drops aktiviert hat im Allgemeinen, der wird Twitch-Drops haben um diese Uhrzeit. Es werden nur 50.000 Keys rausgehauen. Wir haben bereits Erfahrungen bei anderen Spielen gemacht, dass 50.000 eventuell sehr knapp sein könnten. Das heißt, ich würde empfehlen, wer hier auf Krampf und dringend einen Key haben möchte,
dringend um Punkt 5 Uhr morgens tatsächlich in einem Stream zu sein. Ihr könnt gerne bei mir vorbeischauen. Ich werde live sein, über die zweite Drop-Session ebenfalls, erzähle ich gleich. Und euch da 100% einen Key abstauben. Die zweite Drop-Session beginnt jetzt um 19 Uhr am selben Tag aus, auch am Dienstag um 19 Uhr unserer Zeit. Da beginnt jetzt eure Drop-Session. Hier werden jetzt 80.000 Keys rausgehauen. Und auch diese Keys sind Steam-Keys. Ihr müsst dazu Folgendes tun. Zuallererst müsst ihr natürlich mit eurem Twitch-Account eingeloggt sein und einem Twitch-Streamer in der Kategorie Delta Force zuschauen. Dann müsst ihr 60 Minuten zuschauen, um sozusagen eure Belohnung abzuholen. Die holt ihr dann im Twitch-Inventory ab. Link ebenfalls in der Beschreibung. Danach müsst ihr auf die Level Infinity-Seite und dort euren Account binden, also einmal sozusagen Twitch mit dem Spiel verknüpfen. Das macht ihr tatsächlich nach dem Abholen des Keys. Oft muss man das ja vorher machen. Hier gar kein Problem, das könnt ihr im Nachhinein machen. In der Beschreibung steht dann auch der Link, also wenn ihr die Belohnung abholt, kriegt ihr auch einen Link. Ich kann den Link auch gerne nochmal unten in der Beschreibung hinzufügen, da habt ihr die ganze Linksammlung, alles übersichtlich, einmal in einem. Also unbedingt verknüpfen das Ganze. Dann bekommt ihr über diese Seite nämlich den eigentlichen Steam-Key und diesen Steam-Key nehmt ihr dann mit nach Steam rüber und löst ihn dort ein und könnt dann den Key aktivieren und das Spiel runterladen und ihr seid ready to go. Tatsächlich ist dann erstmal nichts los mit Drops, also ihr könnt über die Twitch-Drops erstmal keine Keys bekommen, vielleicht kündigen sie noch irgendwas an, irgendwelche Events oder sonstiges, denn das nächste Event ist erst 4 Tage später, nämlich geht es weiter am Samstag, den 10.8. um 16 Uhr. Hier werden 50.000 Keys rausgehauen. Also man sieht schon, das Kontingent ist insgesamt überschaubar und ich bin mir 100% sicher, dass diese Keys instant weg sein werden. Also das wird auf jeden Fall eine knappe Ware, denke ich mal. Es ist so, dass diese Twitch-Jobs am Samstag um 16 Uhr keine Steam-Keys sind. Ganz wichtig, das sind Non-Steam-Keys an diesem Wochenende und es werden 50.000 rausgehauen. Und eine Woche später, nämlich eigentlich am Samstag um 23 Uhr internationaler Zeit, das wäre bei uns in Deutschland am Sonntag um 1 Uhr, also am 18.8., das ist der Sonntag um 1 Uhr morgens, da findet die letzte Drop-Aktion statt und hier werden nochmal 50.000 Nicht-Steam-Keys rausgehauen. So, was heißt jetzt Nicht-Steam-Keys, wie kommt man daran? Also, selbe Regel wie sonst auch, man muss natürlich mit seinem Twitch-Account eingeloggt sein. Man muss einem Streamer zuschauen, der in der Delta Force Kategorie streamt und Drops aktiviert hat. Das sieht man dann oben im Chat, dann steht dann bestätigt, dieser Streamer hat Drops aktiviert. Und dann muss man 60 Minuten zuschauen, um eben die Belohnung abzuholen. Und jetzt ganz wichtig, jetzt geht man direkt auf diese Internetseite der Entwickler, verknüpft dort seinen Account und nachdem man seinen Account verknüpft hat, bekommt man jetzt eben nicht mehr den Key direkt über die Internetseite, sondern man bekommt eine E-Mail zugesendet. Das ist die Änderung bei den Non-Steam-Keys. Eine E-Mail. Und in dieser E-Mail ist auch kein Key in dem klassischen Sinne, sondern das ist sozusagen ein spezieller Download-Link für den Gewinner dieses Drops. Und über diesen Download-Link könnt ihr sozusagen über die Webseite des Entwicklers den Launcher runterladen. Also das läuft dann parallel zu Steam, es läuft nicht über Steam. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob da vielleicht Kontingente sind über Steam, warum man das immer macht. Das war bei Arena Breaker ja auch schon so, dass Steam-Keys und Non-Steam-Keys, also dass diese zwei verschiedenen Prinzipien gehalten wurden. Ich kann es euch nicht genau sagen. Auf jeden Fall bekommt ihr dann eben in dieser E-Mail einen Link. Da klickt ihr dann drauf, dann könnt ihr den Launcher runterladen und dann könnt ihr das Spiel spielen und dann geht das Ganze los. Das ist dann der 18.8. Das heißt, wir sind zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon so, ja, fast am Ende der zweiten Woche. Und da ist natürlich die Frage, wie lange geht überhaupt diese ganze Alpha? Wenn man sich das Ganze anschaut, man könnte sich vorstellen, dass dann möglicherweise am Dienstag wieder Ende ist, also am 20., dass das Ganze also insgesamt dann 14 Tage geht und diese Drops eben über die 2 Wochen verteilt sind. Also das ist, denke ich mal, die Mindestzeit, 2 Wochen. Kann natürlich gut sein, dass sie verlängern, dass sie sagen 3, 4, 5, 6 Wochen oder ja, wie auch immer, das werden wir sehen. Auf jeden Fall von diesen 2 Wochen können wir ausgehen. Das heißt, diejenigen, die am 18.8. am Sonntag noch einen Key bekommen, hätten dann mindestens noch 3 Tage Zeit, Sonntag, Montag und Dienstag, das Spiel zu spielen. Und dann müssen wir schauen, was dann wiederum die News sagen, ob es weitergeht und was passiert. Auf jeden Fall, ja, freue ich mich, in die Alpha reinzugehen und ich freue mich auch, wenn ihr Keys bekommt. Wie gesagt, ich hoffe, dass ihr aber im Voraus euch um Keys gekümmert habt. Ja, was soll ich sagen, wir haben ja wirklich frühzeitig damit angefangen zu erklären, wie man an Keys rankommt. Ich verlinke das Video gerne nochmal
dass ihr sehen könnt, wie man an Keys generell rankommt, bevor das Ganze losgeht, dass man nicht auf diese Drops angewiesen sind, die vielleicht schnell rausgehen. Außerdem hauen wir einen Guide raus. Wir durften ja bereits ein bisschen spielen und konnten einen guten Eindruck bereits gewinnen von der Menüführung, die gar nicht so unkompliziert ist. Deswegen auf jeden Fall ein kleiner Alpha-Guide, damit der Einstieg ein bisschen erleichtert ist. Ansonsten wünsche ich viel Glück reinzukommen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Sage hasta luego und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.